So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Let's play Skyrim mit mir, dem Lufo. Und wir gehen jetzt hier rein. Ich gehe da jetzt rein. So. Schlüssel erforderlich. Den habe ich nicht. Denn dann muss er aufschließen, oder? Mach auf! Brudi, mach auf. Man sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgrabhügel einzubrechen. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. Eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Ja. Nur wissen, wie es geht. Und natürlich verdammt geschickt sein. Krasser Flex. Das wird reichen. Nach euch. Okay. Es war einfach nicht offen, nachdem er fertig war. Oh, geil. Okay. Dann wollen wir mal, ey, leise. Okay, alles gut. Ich werde mal gerade einen Speicherstand anlegen, einfach nur, dass wir nicht, falls wir hier sterben, dass wir nicht... Ach, der Gestank hier drin, dieser Ort riecht nach Tod. Seid wachsam. Halt die Schnauze, ich versuche jetzt zu schleichen. Begräbnisurne. Kalia scheint hier schon einige Drauge erledigt zu haben. Aber um Geld schien es ihr nicht zu gehen. Okay. Hey, lass mich raus! Mercer, geh da weg. Ich will die Kette ziehen. Habe ich die Truhe schon durchsucht? Nein, okay. 15 Gold. Stahlhornhelm. Oh Gott. Oh Gott. Das kann Mercer erledigen. Ja, in der Tat, Alter. Holy shit. Okay. Zieht an der Kette dort drüben und passt auf die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte Kalia alle Fallen scharf gemacht. Lebt er hier noch? Der sieht mir aus, als ob der aufstehen würde. Nee, okay. Da läuft ja, aber irgendwo ja. Einer. Was ist denn, Slida? Chill doch mal dein Leben, Junge. Der hier wird aber aufstehen. Der hier wohl eher nicht. Leise, Mercer, leise. Hier ist irgendwo eine Falle. Das schwingt wahrscheinlich rum, wenn man eine Kette zieht, ne? Boah, du bist ganz schön dämlich, Mercer, ne? Da hätte er fast aufs Maul bekommen. Gut. Da ist jemand, der aufstehen wird. Hi. Hi. Leise, leise läuft der Lufo. Oh Gott. Mercer, lauf, 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 lauf. Und hier ist auch jemand dahinter, glaube ich. Mercer, geh weg!
Gott, okay. Wer ist da? Niemand. Okay. Gut. Gucken wir mal hier rein. War nur ein Spaß. Was? Weiter unten? Okay. Nur ein paar Tränke. Nichts Besonderes. Okay, weiter. Ich höre hier hinter der Wand noch jemanden. Na du. Du bist nicht so gut im Todspielen, Bro. Ah. Ich glaube, ich sollte wahrscheinlich mein Bogenschießen mal ein bisschen leveln hier. Da ist noch was in der Nähe. Nein. Da vorne sind noch zwei von denen. Alter, er läuft einfach über die Falle drüber. Oh Gott. Das ist ein... Das ist ein Ork, der... Okay. Der hier die Worte da Drachen benutzen kann. Holy shit, Alter. Eine Draugr-Geisel. Okay. Hier ist doch noch einer irgendwo. Okay. Fuck, ey, jetzt haben wir schon wieder zu viel Zeug dabei. Okay, was hatte er hier dabei? Die Draugr-Geisel. Orkische Rüstung. Die könnte viel wert sein. So. Lassen wir ein paar davon liegen. Und dann sollten wir hier auch weitergehen können, ne? Speichern. Ich benutze jetzt einfach mal den Bogen. Auch wenn ich dafür vielleicht zwei Pfeile benutzen muss. Oh. Weil ich meinen Bogenschießen höher leveln muss. Weil wenn ich dahin komme, dass ich die Pfeile in einer schnelleren... Also schneller abfeuern kann, dann ist der Bogen natürlich auch eine viel bessere Waffe. Die sind ganz schön stark hier, die Drauger. Zum Glück habe ich den Raum hier entdeckt. So kann ich die Drauger hier wegmachen, ohne dass sie für mich irgendeine Gefahr darstellen. Tschüss. Da ist noch einer. Hier ist aber noch ein Skiver. The fuck? Hier ist noch irgendwo was. Oh,
Oh. Hi. Okay. Knochenglocken. Schlau. Die sollen sicher die Draugr aufwecken. Stolpert da bloß nicht rein. Hier sind drei Stück. Okay. Ich mach mal lieber hier, ne? Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Oder ist noch einer auf der Seite? Upsi. Also wenn er hier in das Ding reinläuft, dann macht das gar nichts. Wenn ich da aber dagegen gelaufen wäre, ne? Dann wäre aber die Hölle los. Ihr seid eingefallen. Nur eine Nervensäge. Erstmal die toten Leute beleidigen, ne? So muss das sein. Diebe. Haben wir auch schon gelesen. Okay. Wir töten natürlich alle Drauger, weil wir damit unseren Charakter natürlich auch leveln. So wie es sein muss. Ich würde sagen, nochmal gerade einen Speicherstand anlegen. Das... Oh Gott, okay. Das habe ich ja schon von oben erledigt hier. Oh, genau über Mercer drüber in sein Herz. Ja. Fürchtet mich. Wobei, die haben wahrscheinlich keine Furcht, die Drauger. Aber hier liegen alle zerpfeffert mit Pfeilen. Genau. Oder wie Jay von Peetsmeet sagen würde, ich habe sie eigenständig zertötet. So. Ey, den Schild wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Eisenschild. Weißt du was, wir legen einfach mal alle ab gerade. So. Eisenschilder sind eh nicht so viel wert wahrscheinlich. Dann nehme ich lieber noch ein paar Bögen mit. Die wiegen, glaube ich, weniger und sind mehr Gold wert. Gold, 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 Gold. So, die habe ich schon gelootet. Und hier ist hier noch jemand. Der sieht mir noch sehr heile aus. Aber der scheint auch nicht aufzugehen. Okay, hier ist auch keine Kiste oder sowas. Nö. Gucken wir mal hier oben. Bisschen Gold am Start. Ich weiß nicht, ob man da rüberkommt. geil. Der ein oder andere tote Skewer, den wir hier vorhin erschossen haben. So, ein bisschen Gold. Gold und Zaubertrank der Magiker. Noch mehr Gold. Amethyst. Ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg, ne? Sieht so aus. Deswegen gucke ich gerade nochmal da unten. Was da auf der Seite noch alles war. Da kommt man vielleicht einfach zu dem Raum hin. Den ich hier von der anderen Seite gesehen habe. Ja. Und ich glaube, hier lag mal was drauf. Aber das ist weggeflogen, als ich hier das Feuer ausgelöst habe, ne? Wahrscheinlich diese Axt hier. Huch. Naja, egal. Wollen wir weitergehen? Dich habe ich schon gelootet.
Gehen wir mal weiter durch die Ruine. Bisschen Salz, nichts dahinter. Gut. Kalia war schon immer ein geschicktes kleines Luder. Es muss ein Kinderspiel für sie gewesen sein, an diesen Draugeln vorbeizuschleichen. Ja, schleichen ist doch langweilig. Wir wollen die doch killen, die Drauger. Ihr seid ziemlich not. Was bin ich? Ziemlich not? Das freut mich doch, dass du mich ziemlich not findest. Ich höre wieder Drauger laufen. Wir haben hier mehrere Exemplare, die wahrscheinlich aufstehen werden. Deswegen würde ich sagen... Oh Gott, okay. Oh fuck, ich bin in ihn reingerollt. Okay, das habe ich nicht erwartet, dass er so viel überlebt. Ich hätte vielleicht einen stärkeren Angriff machen sollen, aber ich glaube, ich hätte ihn mit keinem meiner Angriffe in einem Schlag getötet. Den Draugerwicht. Oh Gott, hi. Yeet. Und... Natürlich. Ich mache jetzt einfach mal mächtige Angriffe auf alle Drauger. Okay. Das klappt ja ganz gut. Bisschen Geld. Nehme ich doch gerne mit. Oh, guck mal, noch eine Knochentrockenkette. Oh Gott. Ich wollte eigentlich nur mal demonstrieren, aber offensichtlich hat das den einen Kollegen hier geweckt. Naja, was denn hier drinne? Ja, verdammt. Auf der Seite? Nein. Ein Stück hier hin? Ja, okay. Dietrich und Gold und ein Zaubertrank. Ist hier noch jemand drinne? Ja, guck mal, da schläft noch einer. Okay, es scheint aber der Letzte zu sein, deswegen... Ach Gott, ist auch noch eine Geisel. Bisschen OP, dass manche Drauger schreien können, ne? Vor allem so einfach irgendwelche Randoms, die einfach hier in den Dingern rumliegen. Weil normalerweise sind die schreien, sind ja normalerweise die Drauger, die Hallo? Ach hier. Sind ja normalerweise die Drauger, die irgendwie die Worte der Macht bewachen oder sowas. Ich hab doch nicht mal da in der Nähe gestanden. Okay. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist sie auch vorbeigekommen. Das kannst du riechen, oder was? Ach. Okay. Oh Gott, das ist noch eine Drauge Geisel. Naja, da kann man ja ganz gut sein Bogenschießen trainieren hier dran. Ich meine, ne, man könnte natürlich hier sagen, es ist uneffizient, was du da machst, aber ich will... Verkohlter Körper. Ich will, meine Bogenschießen auf Level 70 bekommen. Und, oh, wir sind auch Level up gerade. Ausdauer, danke sehr. Bei Bogenschießen bin ich gerade auf... Hier, wir sind auf Level 52. Ich könnte natürlich auch auf das hier gehen. Weil Waldläufer ist natürlich auch nice. Dafür brauche ich Stufe 60. Mach mal das hier. Und das hier. Pfeile zurückbringen ist ja ganz nice. Okay, wir machen das. Die Tür davor. Perfekt für einen Hinterhalt geeignet. Seid bereit.
Auger, noch eine Geisel. Als ob der die nicht angreift. Die sehen mich nicht. Das ist schon ein bisschen übertrieben gut gerade, das Schleichen, ne? Und dass sie ihn nicht sehen, ist natürlich ein absoluter Witz, aber okay. Oh, warte, des Frosts, den kann ich ganz gut verkaufen. Hallo. Schätzchen. Ich höre ein Wort der Macht. Fuck, ich wollte gar nicht alles mitnehmen. Das erklärt natürlich auch, warum hier so viele Drauger Geiseln sind dann. Leichte Rüstung verbessert. Die werden wir wahrscheinlich nie wirklich leveln, weil ich natürlich, nicht mal im Ansatz irgendwie getroffen werde, also selten natürlich. Was haben wir denn hier? Wort der Macht gelernt. Waffe entwaffnen. Das ist nice, okay. Wir müssen uns vielleicht echt mal daran machen, oh Gott, ein paar Drachen zu töten. Weil wir brauchen dafür Drachenseelen. Davor können wir das noch nicht benutzen. Und ich bräuchte auch eigentlich hier das mit der Aura, glaube ich. Wäre gar nicht so übel. Es gibt so ein Wort der Macht, das kenne ich noch von vom früher. Da kann man, also mal, wenn man das benutzt, dann sieht man quasi durch die Wände. Also nicht wirklich, sondern alle lebenden Sachen. Also Untote glaube ich nicht, aber alles, was lebt, bekommt so einen roten Schimmer, wo man durch die Wand so einen kleinen Schatten sehen kann. Das ist immer ganz praktisch, wenn man nicht weiß, wo noch ein Gegner ist, den man irgendwie hört, aber man halt keine Ahnung hat, wo der gerade so chillt. Das wäre für Assassine wahrscheinlich auch nicht unbedingt ungeil. Hä? Achso, okay. Sag mir nicht, dass Mercer das hier auch knacken kann. Ah, eine der berüchtigten Rätseltüren der Nord. Nett. Ohne die passende goldene Klaue sind sie normalerweise unmöglich zu öffnen. Als ob er die öffnen und da kann. Ich mir sicher bin, dass Kalia die schon beseitigt hat, sind wir auf uns allein gestellt. Als ob er das öffnen Zum kann. Zum Glück haben diese Türen eine Schwäche, die man nur kennen muss. Eigentlich ganz einfach. Kalia als ist ganz ob. In der Nähe, da bin ich mir sicher. Wir sollten weitergehen. Das ist doch ein Witz. Ich habe nicht viel Zeit zum Plaudern. Was wollt ihr? Ich will, dass du mir erzählst, wie man die Dinger aufmachen kann, dass ich das in Zukunft auch machen kann. Hallo? Hallo? Glaubt ihr allen Ernstes, dass euer Pfeil mich erreicht, bevor meine Klinge euer Herz durchbohrt? Gebt mir einen Grund, es zu versuchen. Ihr seid ein schlaues Mädchen, Kalia. Ein genialer Plan, gut Goldenglanz zu kaufen und die Honigbräu-Brauerei zu finanzieren. Um die Niederlage eines Feindes sicherzustellen, müsst ihr zunächst seine Verbündeten schwächen. Das war die erste Lektion, die Gallus uns gelehrt hat. Ihr habt schon immer schnell gelernt. Irgendwas stimmt hier nicht. Schnell genug, sonst wäre Gallus noch am Leben. Gallus hatte sein Reichtum und er hatte euch. Er musste nur in die andere Richtung schauen. Habt ihr den Eid vergessen, den wir als Nachtigallen abgelegt haben? Habt ihr erwartet, dass er eure Methoden einfach ignorieren würde? Genug von diesem sinnlosen Geplapper. Kommt, Kalia. Es ist Zeit, dass ihr und Gallus euch wiederseht. Ich bin nicht dumm, Mercer. Mit euch die Klingen zu kreuzen, wäre mein Todesurteil. Aber ich verspreche euch,
Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wird das euer Verderben sein. Wie interessant. Es scheint, dass Gallus Geschichte sich wiederholt hat. Dank Kalia habe ich die Mittel dazu, euch loszuwerden. So wird dieses uralte Grab eure letzte Ruhestätte. Du Schwein. Wisst ihr, was ich am faszinierendsten finde? Dass all das erst durch euch möglich wurde. Lebt wohl. Ich werde Brynjolf eure Grüße ausrichten.